Jo Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video vom Kanal. Und ja, heute geht's mal wieder weiter mit dem Dirtpark-Bau und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich bin jetzt draußen mit dem ganzen Stuff hier, mein Bike, Schippe, Hake, Schaufel und so. Und ja, ich warte jetzt auf Techner, bis der endlich mal aus dem Arsch kommt. Und ja, ihr seht schon, das ist schon einigermaßen schon fast so Dämmerung so, oder ist ja schon. Und ja, ich weiß nicht, wie viel wir heute schaffen. Ich hoffe mal ein bisschen was, weil geplant war, damit wir jetzt noch ein bisschen weiter frei machen und unsere Chill-Ecke und eine kleine Feuerstelle bauen. Ja, ich hoffe, euch hat die Timelapse am Anfang gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare, ob euch das so gefällt. So Leute, wir haben jetzt mittlerweile schon nächsten Tag, weil Techner zu spät gekommen ist gestern. Und ja, wir haben gestern noch ein bisschen weiter gebaut. Ich zeige euch das mal. Also ihr kennt das ja noch von da und weiter nicht. Aber jetzt haben Micke und Tobi, den ihr auch aus Videos kennt, das hier neu gemacht. Und haben hier angefangen, schon mal ein bisschen was zu machen. Ja, heute Icke und Techner. Gleich kommt noch Ramon, kennt auch schon aus dem Video. Und bauen weiter. Techner wird da hinten dann erstmal den Weg dahin machen und da hinten Feuerstelle. Ich werde den Sprung hier weiter hochschaufeln und ich denke mal, da werde ich euch dann mit in der Timelapse mitnehmen. So und ja. Yeah. Okay. Ist Kamera an? Ja. Moin! Oh, das ist halt nur wie. Ja, da oben, da oben. Warte mal, das ist das rechte, oder? Das geht so? Ja, das rechte. Ja, Leute, so, wir haben es jetzt geschafft, den Ass endlich wegzukriegen. Ich habe mich wieder verletzt, Alter, leck mir am Arsch. Und ja. Danke Ramon dafür. Ja, und ihr seht jetzt noch eine Timelapse von mir. So, wie ich das halt da weiter hochschaufel mit Ramon, denke ich mal. Und Techner, der macht jetzt den Weg von da, na da, wo unsere Hütte mal hinkommen soll, macht er jetzt. Und ja. Ich glaube, ich stelle das Ding hier hin, oder? Da kann man sehen, wie weit das aufschaufeln. Und doch von Techner, das. Hot shots screaming down the Soto. 85 degrees in the middle of the night, hot summers in Canova. I get out of the street, set back to my two-car garage with the sofa. And all I gotta eat is the soul fried chicken and my mama leftover. My mama asked if I'm sober. She like, when the last time you heard the gospel? Sylvia said she saw you speeding down Roscoe. I thought I taught you better than that. I thought you grew, but you're still a kid. I thought you knew, but you never did. Told the shit, well, I ain't really worried about it. I got too many problems in the world around me. The local gang violence and these search sirens. Like, who gon' give a fuck a white boy driving? Crime rates rising in my city, yo lord. Demanded to supply for the people, no choice. Leaning sideways, fitting image in my voice. Take a look at my life, this is mine, this is yours. Ayy. Drive up 2054. That shit, my family afford. Praying I'll make it tomorrow. I'll buy my mama a new car. Pull up, key it, start. Couldn't open the park. Hop out, lock up the car. Now that it's dark. Stay up till 3 in the morning. Wake up the park. This coming straight from my heart. Show love to couldn't open the park. I'm making moves in my basement, but I ain't got one. That's a metaphor, yeah. I take my whole neighborhood on vacation. I swear, that's what I'm headed for. You put my mind on the table, dissect me. I got bars on cable and Netflix. You can watch me like a motherfucking visual. Cause I'm a crazy innovating individual. I'm getting residuals on interest. On interest, on interest, on interest. So Leute, wir haben jetzt schon ein bisschen was gemacht, ich gebe euch mein kleines Update. Also Eko und Ramon haben jetzt hier nochmal ein bisschen weitergemacht beim Sprung. Ja, also finde ich auf jeden Fall jetzt schon klar. Und ja, ich mache jetzt da lang weiter frei, wegen dem Job-In, der soll ja da hinkommen. Dann soll man hier runter, coole Sprung. Techner baut da vielleicht seine Feuerstelle weiter. Bis jetzt haben wir halt das alles wieder weiter frei gemacht. Dann jedoch. Hier baut Techner jetzt eine Feuerstelle hin, so ein bisschen.
Und hier haben wir jetzt mal frei gemacht und hier kommt unsere Hütte hin. Und ja. Ihr seht jetzt der Teil von mir, wie ich das da drüben weiter frei mache. Und ja, Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Teilschneid noch einen geilen Kommentar. Alle abonnieren und liken und Leopold stinkt. Ja, ich würde sagen, für heute ist das Video erstmal zu Ende. Wir machen hier noch ein bisschen weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder im neuen Video. Und ja, damit würde ich sagen, haut rein, macht's gut. Ciao Leute, bis zur nächsten Folge.